Ja, zuerst auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank an Convoco und an Frau Dr. Flick für die Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, hier in Salzburg mit Ihnen gemeinsam über eine Frage nachzudenken, wem das Wissen der Welt gehören soll. Das ist eine sehr große, sehr komplexe, sehr schwierige Frage. Wir werden viele der Nuancen im Verlauf des Nachmittags dann auch in der Podiumsdiskussion näher kennenlernen. Leider muss ich Sie gleich zu Beginn enttäuschen. Ich kann nicht in Konkurrenz treten mit den eindrücklichen Visualisierungen, zu denen ich übrigens Viktor und natürlich Frau Dr. Flick und dem gesamten Team gratulieren möchte. Ich kann nicht konkurrenzieren mit diesen wunderschönen und einsichtsvollen Präsentationen. Werde deshalb in für mich ungewohnter Art und Weise nur mit einem Slide arbeiten, das auch nur Text zeigt. Das ist die Outline meines heutigen Vortrages. Ich erlaube mir ferner, näher am Manuskript zu sein als sonst üblich. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass Sie mich als Schweizer besser verstehen, wenn ich vortrage. Lassen Sie uns gleich bei der eindrücklichen Geografie des Wissens anknüpfen, die wir eben präsentiert erhalten haben. Deren Kernaussage, wir haben es gehört, geht dahin, dass das Wissen massive geografische Asymmetrien aufweist, sowohl hinsichtlich Herstellung und Zugang, aber eben auch hinsichtlich dieser Literacies, dieser grundlegenden Fähigkeiten, überhaupt an Wissensproduktion und Verteilung teilzuhaben. In fast allen Bereichen dominiert die transatlantische Achse mit den USA und den Industrieländern Europas in der wissensmäßigen Führungsposition. Die Verteilung des Wissens scheint also der Verteilung anderer Ressourcen vom sauberen Wasser bis hin zu Essential Medicine im Grundmuster zu folgen. Dass diese globalen Ungleichgewichte enorm schwierig auszugleichen sind, lehrt die Geschichte und dürfte auch für das Wissen gelten. Hier wie anderswo gilt, wer hat, dem wird gegeben. Trotz der relativen Stabilität dieses Ungleichgewichts betonen die Autoren des Berichts mit gutem Grund, dass sich bei der hier vorgelegten Wissensgeografie um einen Schnappschuss auf der Zeitachse handelt. In der Tat wären historische Vergleiche interessant. Stellen Sie sich vor, beispielsweise, wie diese Wissenslandkarten ausgesehen hätten zur Zeit der Hochdynastie Chinas, mit dem ungeheuren Wissen, etwa im medizinischen oder philosophischen Bereich, um nur zwei Bereiche des expliziten Wissens zu nennen. Und hier eröffnet sich zugleich die methodische Hauptschwierigkeit, die Professor Meyer-Schönberger bereits angesprochen hat, bei der Herstellung einer Wissensgeografie. Wie können wir Wissen überhaupt messen oder vermessen und von welchem Wissen sprechen wir? Wie können wir beispielsweise das überaus reiche Erfahrungswissen von Naturvölkern, das ja immerhin nun auch globale Immaterialrechtsgüterabkommen provoziert und etwa im pharmazeutischen Bereich höchst bedeutsam ist, auf diesen Landkarten sichtbar machen? Wie steht es mit dem in Chinesisch publizierten Wissen, das unseren westlichen Suchmaschinen nur sehr schwierig zugänglich ist und deshalb schwer zu vermessen ist? Die Annäherungen an das Wissen der Welt, ausgedrückt zum Beispiel in Auflagestärken von Zeitungen oder der Anzahl von hochgeladenen Fotos auf Flickr, haftet dabei notwendigerweise etwas Zufälliges an und ist in jedem Fall bereits mit normativen Entscheiden verbunden. Nehmen Sie zum Beispiel den Umstand als Illustration, dass hier keine Karte vorzufinden war, die zeigt, dass China in diesem Jahr sowohl Japan als auch die USA überholen wird, was die Zahl der Patentanmeldungen betrifft. Mit Zuwachsraten von Patentanmeldungen im Bereich von 4000% über die vergangenen paar Jahre, in dem für den Wissensbereich so zentralen Informations- und Kommunikationssektor.
Viktor hat dann später Gelegenheit, vielleicht zu erklären, weshalb diese Zahlen nicht visualisiert worden sind. Das Beispiel der Patentanmeldung lehrt nämlich, dass es ein drittes Problem gibt bei der Herstellung von Wissensgeografien. Und das ist, die Frage der Qualität des Wissens bleibt weitgehend unadressiert, weil es sich nur schwer messen und noch schwieriger visualisieren lässt. Wissen und Information sind in hohem Maße subjekt- und kontextgebunden, mithin vom Vorwissen des Empfängers abhängig, in dem sich jedes weitere Wissenselement einordnen muss. Und selbst dort, wo zumindest quantitative Annäherungen an die Qualität von Wissen möglich scheinen, so etwa im Falle des im Bericht angesprochenen Impact Factors wissenschaftlicher Zeitschriften, ist die Zuverlässigkeit der Qualitätsindikatoren höchst umstritten. Nun gut, zusammengenommen führt diese erste Sichtung des vorangegangenen deskriptiv-objektiven Teils, zu dem mein Vortrag komplementär sein möchte, zum Befund, dass das Normative bereits in der Bestandesaufnahme, das heißt bei der Darstellung und Visualisierung des Wissens, ja recht eigentlich bei jeder Konversation über Wissen eine wichtige Rolle spielt. Der Gegenstand der Betrachtung und seine nachfolgenden Bewertung ist damit vor- und mitbestimmt. Dieses notwendige, aber nicht unproblematische Zusammenspiel von deskriptiven und normativen Elementen wird auch meinen Beitrag begleiten. Nach diesen Vorbemerkungen stoßen wir bereits zum normativen Kern der Sache vor. Vor dem Hintergrund der eben präsentierten Geografie des Wissens und der daraus folgenden Diagnose der globalen Wissensungleichverteilung erhält die Frage, wem soll das Wissen der Welt gehören, eine Färbung oder neusprachlich ein Bias, die an die jahrelange Diskussion einer gerechten oder zumindest gerechten Ordnung in einer zunehmend globalisierten Welt mahnt. Bei dieser Diskussion geht es bis heute im Wesentlichen um die Allokation grundlegender Ressourcen und um das gezielte Eröffnen von Teilhabechancen. Viktor hat es bereits erwähnt. Vor diesem Hintergrund signalisiert nun die Frage, wem soll das Wissen der Welt gehören, das Suchen nach den Konturen globaler Wissensgerechtigkeit. Dabei wird zumindest implizit unterstellt, dass das Gut Wissen umverteilt werden kann, sei es durch Anreize und Investitionen in den Aufbau neuer Wissensinfrastrukturen oder etwa durch die rechtliche Privilegierung der Schwellenländer. Ich möchte diesem Impuls zunächst nicht folgen, sondern mit der Frage beginnen, wie es um die Sollensordnungen schüst in jenen Ländern und Regionen der Welt bestellt ist, welche das Wissen in weiten Teilen kontrollieren. Die zentrale These, die ich hier entwickeln möchte, geht dahin, dass die Sollensordnungen des Wissens in der industrialisierten westlichen Welt, die ja für die großen Asymmetrien, die wir gesehen haben, verantwortlich zeichnen, unter massivem Druck steht. Dieser Druck und erste damit verbundene tektonische Verschiebungen im Kontrollgefüge der Wissensgesellschaft gehen von der normativen Kraft des Internets aus. Ihre tiefgreifenden Wirkungen auf die Gesellschaft und deren Wissen beginnen wir erst wahrzunehmen. Diesbezüglich stehen wir am Anfang und nicht am Ende der Geschichte. Das hier verfolgte Erkenntnisinteresse zielt auf die Frage, ob die vehementen Konflikte, die wir heute sehen, um die Wissenskontrolle im Zeitalter des Internets, sowie die sich bereits abzeichnenden Veränderungen innerhalb der Sollensordnungen des Wissens und innerhalb der Länder Europas und Amerikas, längerfristig und gleichsam indirekt zu einer gerechteren globalen Wissensordnung führen können. Entscheidend ist dabei, dass die Schockwellen,
die vom Internet als sogenannte disruptive Technologie auf die tradierten Mechanismen der Wissensproduktion und Verbreitung, des Wissenszugangs und der Wissensnutzung ausgehen, nicht einfach faktischer Natur sind, sondern in der DNA des Mediums Internet eine Normativität mit sich tragen. Das Internet in der westlichen Welt, meine Damen und Herren, ist eben keine neutrale Technologie. Es ist historisch und von seiner Architektur her und allen Gegenversuchen zum Trotz relativ kontrollresistent geblieben und trägt das Potenzial mit sich, bestehende Seins- und Sollensordnungen inklusive das Recht zu konfrontieren. Die damit verbundenen Demokratisierungseffekte können überaus kraftvoll sein, wie die Ereignisse im Rahmen des arabischen Frühlings, aber etwa auch das Verhalten der chinesischen Regierung illustriert, die nicht umsonst Teile des Internets mit massivem Ressourceaufwand und einigem Erfolg zu kontrollieren sucht. Bezogen auf die bestehende westliche Wissensordnung, die durch ökonomische Macht, Viktor hat es angesprochen, der großen Wissensinstitutionen sowie durch die Ausgestaltung und stete Ausweitung der für sie günstigen Rechte an geistigem Eigentum ermöglicht wurde, möchte ich nun die digitalen Schockwellen des Internet anhand von 4 Beispielen illustrieren und diese Beispiele auf ihren normativen Gehalt absuchen. Zunächst zu den Folgen des Internets für die Wissensproduktion. Es darf heute als gesichert gelten, dass das Internet die Ökonomie der Informations- und Wissensproduktion dramatisch verändert hat. Heute brauchen Sie keine hohen Investitionskosten mehr zu tätigen, beispielsweise eine Druckerpresse zu kaufen oder ein Fernsehstudio aufzubauen, um ein großes Publikum zu erreichen. Im Zeitalter von YouTube kann jeder Mann und jede Frau zum Superstar werden. Damit hat sich zugleich verändert, wer überhaupt an der Wissens- und Informationsproduktion beteiligt sein kann und heute auch beteiligt ist. Das Stichwort nutzergenerierte Inhalte ist bereits angeklungen und wird im Bericht weiter ausgeführt. Es beschreibt das Phänomen, dass Wissen nicht mehr länger nur von einer relativ kleinen Zahl von Professionals produziert wird, die in der Regel im Rahmen kommerziell orientierter Unternehmungen tätig sind. Heute kann jedermann, zumindest in der westlichen Welt, mit Zugang zur Technologie und den nötigen, oft minimalen Skills, die erforderlich sind, Wissen generieren, Informationen generieren und miteinander in Beziehung setzen. Die große Krise des Printjournalismus, vis-à-vis von Twitter, Facebook und Co., aber etwa auch die großen Herausforderungen der Verlagsindustrie im Buchbereich oder des TV vis-à-vis von YouTube sind wohlbekannt und stehen in direktem Zusammenhang mit diesen strukturellen Verschiebungen. Aber nicht nur alte Geschäftsmodelle rund um die Wissensproduktion, sondern auch die Kontrolle der Verbreitung von Information und Wissen ist durch das Internet zumindest bereichsweise vielen Akteuren entglitten. Das Sinnbild der alten Ordnung, die von der digitalen Revolution regelrecht weggeschwemmt worden ist, stellt die Musikindustrie dar. Peer-to-Peer-Netzwerke haben die ungeheure Macht von dezentralen und von Nutzern betriebenen Vertriebssystemen demonstriert und dabei mit Napster das tradierte Geschäftsmodell einer 12-Milliarden-Industrie quasi über Nacht radikal infrage gestellt. Und dies trotz stetiger Ausweitung des rechtlichen, genau des urheberrechtlichen Schutzes in diesem Bereich. Und hier möchte ich gerne auf das Convoco-Referat von Professor Höhn verweisen. Eine weitere dramatische und in vielerlei Hinsicht viel kompliziertere Verdeutlichung, wie sehr das Internet die tradierte, rechtlich und organisatorisch abgesicherte Kontrolle über die Wissensverbreitung herausfordert, stellt der WikiLeaks-Fall vom Frühjahr dieses Jahres dar.
Hier wurde gar der Typus des geheimen Wissens lokalisiert innerhalb eines der mächtigsten Wissensinstitutionen der Welt, von der Internettechnologie, gepaart mit starken sozialen Normen der Hacker-Community, gänzlich überrollt. Wir kommen zur dritten Veränderung. Die dritte tektonische Veränderung, die mit dem Internet einhergeht, betrifft die Zugangs- und Zugriffsbedingungen zum Wissen. Symptomatisch für die Art und Weise, wie bestehende Wissensmonopole in den Grundfesten bedroht werden und allenfalls neue entstehen können, darüber wird zu sprechen sein im Podium, ist das Google Books Programm. Wie vielen von Ihnen bekannt ist, hat Google vor einigen Jahren damit begonnen, ganze Bibliotheken zu digitalisieren und online erforschbar zu machen. Gegenwärtig sind über 15 Millionen Bände gescannt, wobei man weltweit mit 130 Millionen originären Büchern rechnet. In typischer Weise, wenn erstaunt, hat das mächtige US-Unternehmen diese Schaffung einer digitalen Bibliothek Alexandria ohne Zustimmung der Rechteinhaber, das heißt der Verlage und Autoren, an die Hand genommen und sich stattdessen auf die Schrankenbestimmungen im amerikanischen Kontext Fair Use berufen. Nicht überraschend haben sich die Rechteinhaber zur Wehr gesetzt und eine Klage eingeleitet, die zu einem Vergleich geführt hat, der allerdings unlängst von einem US-Gericht abgelehnt worden ist. Inzwischen sind sowohl in Europa als auch in den USA die Bibliotheken selbst auf den Plan getreten. Sie arbeiten unter Titeln wie Europeana oder Digital Public Library of America fieberhaft an der Erstellung vernetzter digitaler Bibliotheken, die einen wesentlichen Teil des Weltwissens jedermann online, Open Access, zugänglich machen. Aber auch außerhalb der klassischen Welt der Bücher und Bibliotheken ist klar, dass sich der Wissenszugang dramatisch verändert hat, wie das Beispiel der von uns allen benutzten Suchmaschinen oder der Suchmaschine, die hier nicht näher genannt sein will, illustriert. Die digitale Revolution erfasst schließlich eine vierte Veränderung, welche tradierte Wissensinstitutionen und bisherige rechtliche Arrangements in Frage stellt, nämlich die Art und Weise, wie Wissen genutzt werden kann. Die Verfügbarkeit von leistungsstarken Laptops und anderen digitalen Geräten, Smartphones, E-Book-Readers und so weiter, gepaart mit Cloud-basierten Applikationen, wie beispielsweise Dropbox, einige von Ihnen mögen es kennen, oder Google Docs, ermöglicht es Nutzern heute nicht nur, Unmengen von Wissen relativ kostengünstig zu speichern, sondern auch in hohem Maße interaktiv mit Wissen umzugehen, dieses nach eigenen informationellen Bedürfnissen zu durchforsten, zu analysieren, zu strukturieren und mit anderen auszutauschen. Datenintensive Analysen via offenen APIs, wie sie der heute präsentierten Geografie des Wissens zugrunde liegen, wären vor einigen Jahren kaum oder nur mit zu sehr, sehr hohen Kosten möglich gewesen. Parallel dazu entstehen recht eigentlich neue Infrastrukturen des Wissensmanagements, auch davon werden wir später in der Diskussion mehr vernehmen, von innovativen Informationsdiensten wie Twitter bis hin zu Datenaggregierungs- und Wissensvisualisierungswerkzeugen in Unternehmen. Mit diesen Tools ausgerüstet, schließt sich der Kreis der Nutzung der Information mit dem Phänomen der Produktion des Wissens. Die interaktive Auseinandersetzung mit Wissen im Internetzeitalter ist eben zugleich mit der Schaffung neuen Wissens durch Rekombination und Mashup verbunden, von Harry Potter Fanfiction bis hin zur gemeinsamen Entschlüsselung der menschlichen DNA. Dieser letztgenannte Punkt verdient eine Hervorhebung. Entgegen einer weit verbreiteten und auch von Wissenssoziologen teilweise vertretenen Auffassung ist das Internet eben nicht
lediglich eine riesige unstrukturierte Ansammlung von Informationen zweifelhafter Qualität und damit für das Wissensphänomen vorerst irrelevant. Eine solche verkürzte Sichtweise verkennt den Charakter moderner digitaler Anwendungen und die Eigenschaften des Cyberspace als sozialen Raum. Sowohl die bereits erwähnten technischen Entwicklungen des individualisierten Suchens, Speicherns und Kombinierens, als auch die sozialen Praktiken des Austauschs von und der Bezugnahme auf Inhalte via Links betreffen allesamt und in hohem Maße die Strukturierung, den Kontext und die Interpretation von Information, also mit anderen Worten schüss das, was die Wissenssoziologen selber als Wissen bezeichnen. Auf einen Nenner gebracht, das Internet verändert letztlich das Wissen selbst. Das Zwischenfazit der bisherigen Betrachtungen lautet somit, dass die von der digitalen Revolution ausgehenden Schockquellen Wissensrelevanz haben, indem sie Herstellung, Verbreitung, Zugang zu und Nutzung von Wissen und mithin das Wissen selbst strukturell verändern. Mehr noch. Die hier nur kursorisch diskutierten Verschiebungen im informationellen Ökosystem machen deutlich, dass das Internet in den genannten Bereichen in hohem Maße das Potenzial hat, tradierte Wissensinstitutionen und mithin rechtlich abgesicherte Wissensarrangements in den Grundfesten zu erschüttern. Im Hinblick auf die eingangs gestellte normative Frage nach der Zuordnung des Wissens der Welt ist entscheidend, dass diese Verschiebungen in der Wissensgesellschaft durchwegs normativ aufgeladen sind und zumindest ansatzweise, und das ist der Hauptpunkt, Hinweise auf eine mögliche zukünftige neue Wertordnung in sich tragen, die für die Beantwortung unserer Frage hier, wem soll das Wissen der Welt gehören, das normative Fundament liefern können. Welche Werte und Wertbezüge sind im Einzelnen angesprochen? Der hier vertretenen Meinung nach können drei normative Grundpositionen für eine neue Wissensordnung genannt werden, die in der Internettechnologie und noch viel mehr in der Nutzung dieser Technologie zum Ausdruck kommen und angelegt sind. Erstens ist die Autonomie des Individuums im Umgang mit Wissen anzuerkennen. In allen genannten vier Bereichen, das heißt Herstellung, Verteilung, Zugang und Nutzung von Wissen, realisiert sich auch ein verfassungsrechtlich bereits heute zumindest teilweise geschützter Anspruch auf informationelle Autonomie in dem Sinne, dass ein Individuum den Anspruch hat, zwischen alternativen Informations- und Wissensangeboten auszuwählen und an der Schöpfung neuer Informationen und neuen Wissens im Rahmen von Meinungsäußerungen aktiv teilzuhaben. Zweitens klingt das Motiv der Diversität von Information und Wissen als Wert an. Daran hat sich eine zukünftige Sollensordnung ebenfalls zu orientieren. Dabei geht es nicht nur um die Verfügbarkeit von Information und Wissen aus einer großen Anzahl verschiedener Quellen, die nach dem Vorbild des amerikanischen First Amendment für die demokratische Willensbildung und Entscheidfindung relevant und grundlegend ist. Bei der Diversität von Information und Wissen geht es vielmehr auch um das weit gefasste und globalisierungsrelevante Konzept der Beibehaltung und Pflege kulturellen Wissens und der Wissenskultur. Und Frau Dr. Flick hat das in ihrer Einleitung bereits angesprochen, diesen wichtigen Aspekt. Drittens, und dieser Punkt ist vielleicht der überraschendste, fördern die mit dem Internet einhergehenden tektonischen Verschiebungen in der hiesigen Wissenslandschaft eine neue Qualitätsorientierung zutage. Die sich rasch entwickelnden digitalen Technologien stellen nämlich neuartige Infrastrukturen, das heißt Prozesse, Applikationen, Apps klingt besser als Applikationen, also Apps, Bewertungssysteme, Reputationssysteme und dergleichen zur Verfügung.
Diese machen in einem hohen Maße subjekt- und kontextspezifische Produktion, Verbreitung, Darstellung und Nutzung von Wissen möglich, die qualitätswirksam ist, neue Möglichkeiten der Sinnstiftung eröffnet und damit auch den Wert des Wissens selbst berührt. Zusätzlich zu diesen Leitwerten, informationelle Autonomie, Diversität und Qualität, lassen sich gleichsam Gestaltungsprinzipien oder Designspezifikationen, wenn man so will, für eine künftige digitale Wissensordnung und Zuordnung aus den skizzierten technischen Errungenschaften und sozialen Praktiken des Internets destillieren. Eine neue Sollensordnung des Wissens für das digitale Zeitalter wird angesichts der normativen Kraft des Internets nur dann Bestand haben, beziehungsweise von den Nutzern, von uns allen akzeptiert werden, insbesondere von unseren Kindern, wenn diese in ihrer konkreten Ausgestaltung der erhöhten Interaktivität des Mediums Rechnung trägt. Die gegenwärtige Sollensordnung hat diese Designanforderung bisher praktisch ignoriert, wie etwa urheberrechtliche Konflikte und nutzergenerierte Inhalte verdeutlichen. Wobei das Urheberrecht bekanntlich die Magna Carta der Wissensgesellschaft darstellt. Aus dem reichen Anschauungsmaterial lassen sich weitere Gestaltungsanforderungen an eine zukünftige Sollensordnung des Wissens extrahieren. Ich möchte an dieser Stelle nur zwei weitere Prinzipien nennen: Interoperabilität und Entwicklungsoffenheit. Interoperabilität bezeichnet dabei das Prinzip, dass Informationen über die Grenze von Systemen, Organisationen und Anwendungen, wie zum Beispiel soziale Netzwerke, fließen kann und verarbeitet werden können, wobei diese Systeme, Organisationen und Applikationen als Strukturangebote, die im Wettbewerb stehen, zur Generierung, Interpretation und Verarbeitung von Wissen verstanden werden können, die eben wissenkonstitutiv sind. Diese Logik des sinnstiftenden Austauschs von Wissen über Grenzen hinweg dominiert bereits heute den Alltag der sogenannten Digital Natives, jener jungen Menschen, die sich ein Leben ohne Google, Wikipedia und YouTube überhaupt nicht mehr vorstellen können. Sie steht aber im Kontrast zur gegenwärtigen rechtlichen Sollensordnung, aber auch der geschriebenen und ungeschriebenen Verfassung der Wissensinstitutionen, inklusive der Kultur unserer Unternehmen, die derzeit noch zu weitgehend auf Ausschluss und Kontrolle von Wissen angelegt scheint. Schließlich ist die Lernfähigkeit eine weitere Designanforderung an die neue Wissensordnung. Denn es gilt, wie immer eine zukünftige normative Ordnung des Wissens ausgestaltet sein wird, sicher ist, dass sich diese auf die weiteren Entwicklungen der Technologien und auf mögliche damit einhergehende Verhaltensänderungen der Nutzer einstellen muss, wenn sie nicht im Verlaufe der Zeit durch abweichende soziale Normen überschrieben und in ihrer Lenkungskraft beraubt werden will. Die Krise der Unterhaltungsgüterindustrie, die ich bereits angesprochen habe, liefert auch hier reiches Anschauungsmaterial. Lassen Sie mich rekapitulieren. Der hier entwickelte Gedankengang geht vom Befund aus, dass die Geografie des Wissens von großen Asymmetrien geprägt und vor allem transatlantisch dominiert ist, wie es die heute vorgestellten Visualisierungen eindrücklich dargelegt haben. Vor diesem Hintergrund ist die Frage, wem soll das Wissen der Welt gehören, zu deuten, womit implizit die Möglichkeit, allenfalls auch Wünschbarkeit der Umverteilung des Wissens im Sinne einer Wissensgerechtigkeit angesprochen ist. Die im Rahmen dieses Vortrags entwickelte These geht gestützt auf eine Analyse wichtiger Verschiebungen in der Wissenslandschaft, ich habe vier Bereiche angesprochen, davon aus, dass eine solche Umverteilung in der Tat bevorstehen mag, diese aber ihren Ursprung
weniger in einem groß angelegten Umverteilungsprogramm im Sinne von Information and Communication Technologies, abgekürzt ICT for Knowledge oder dergleichen haben wird, sondern allenfalls von den durch das Internet ausgelösten Brüchen und Verschiebungen im Gefüge der tradierten Wissensinstitutionen und Rechtsordnungen des industrialisierten Westens ausgehen kann. Meine Damen und Herren, der Weg zu einer gerechteren globalen Wissensordnung ist aber keineswegs garantiert, sondern eine schwierige Gestaltungsaufgabe. Gelingt es uns, die aus dem digitalen Phänomen heraus sichtbar werdenden Wertungsmomente, Autonomie, Vielfalt, Qualität, wahrscheinlich lassen sich weitere extrahieren, hierzulande einer zukünftigen Sollensordnung des Wissens zugrunde zu legen und diese nach den hier nur in groben Strichen skizzierten Prinzipien zu gestalten, besteht die Möglichkeit und Hoffnung, dass sich langfristig und indirekt auch die Chancen der Wissensteilhabe in anderen, weniger privilegierten Teilen der Welt erhöhen, mit und dank dem Internet. Das ist keine leichte Aufgabe, aber sie beginnt hier und heute. Vielen Dank.